Mein lieber Mann, Leute, ich bin froh, dass ich noch, naja, ich will jetzt sagen, dass ich noch lebe, aber dass ich jetzt sprechen kann. Kurz zur Information, ich bin morgens immer recht früh mit dem Auto zur Arbeit unterwegs und ich bin vorhin in den Kreisverkehr gefahren und da ist schon von rechts einer angerast komme, also wirklich angerast auf den Kreisverkehr zu. Und der wollte wirklich noch direkt vor mir in den Kreisverkehr rein und weiterfahren. Es war ganz, ganz knapp. Also ich war schon im Kreisverkehr drin. Wenn ich gebremst hätte, wäre hinter mir jemand draufgerannt. Ja, draufgerannt. Und also es war ganz, ganz knapp. Und wenn der ein bisschen schneller gefahren wäre, dann hätte es eine Karambolage gegeben. Das ist jetzt nicht nur heute so, das ist generell. Ihr müsst euch überlegen, also ihr müsst wissen, ich bin jetzt extra aus der Stadt aufs Land, nicht umgezogen, aber jobmäßig, habe mir einen Job auf dem Land gesucht, weil ich gedacht habe, ich komme hier zur Ruhe morgens. Dieser ganze Stress, diese ganze Hektik in der Stadt immer morgens. Entspannt jetzt ins Auto steigen, 10, 15 Minuten fahren, ja. Wir haben jetzt, Moment, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 6:45. Ich gehe 6:15, gehe ich aus dem Haus und jetzt haben wir kurz, ja, 6:45 und hier ist die Hölle auf der Straße los. Das ist unglaublich. Ich spreche hier von einem Dorf, wo nicht einmal 1000 Leute wohnen und die fahren morgens, wie wenn das eine Stadtautobahn wäre. Ich werde manchmal kurz vor der Ortschaft noch einmal überholt. Kurz nach der Ortschaft mit Karacho. Ich habe neulich, das war letzte Woche, da habe ich mal Rechtsabbieger, also da ist vor mir jemand gewesen, da ist rechts abgebogen. Und da muss man natürlich anhalten oder langsamer fahren. Und ich habe jemand hinten direkt im Kofferraum schon gehabt. Und während der abbiegt und ich dann weiterfahren will, rast der an mir vorbei, über Sperrfläche, über alles drüber und gibt mir noch irgendwelche Lichthupe-Scheiße da. Also wirklich, Leute, ey. Was soll das? Was soll das? Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, um von A nach B zu kommen. Und nicht irgendein Spielzeug, wo so, hey, guckt her, ich habe ein, ach, ich kenne mich nicht aus mit Automarken, aber ihr wisst vielleicht, hey, guckt her, ich habe ein Auto, das hat einen zweistelligen Tausenderbetrag gekostet und ich gehe jetzt da und zeige jetzt, wo der Hammer hängt. Und nee, Leute, wir sind hier, wie gesagt, wir sind hier auf dem Land, ja, auf dem Dorf. Und mir kann doch keiner erzählen, dass man morgens um 6:30 zu ganz, ganz wichtigen Jobs unterwegs ist, wo jede Sekunde zählt. Das kann mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Hier geht es nur ums Ego. Jetzt werdet ihr sagen, hey Kipp, fühlst du dich vielleicht in deinem Ego verletzt, weil du überholt wirst und so weiter? Nee. Ich bin ganz ehrlich, natürlich regt mich das manchmal auf, aber mich regt es auf, weil es um Sicherheit geht. Das wisst ihr, das sind die Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal im Maskulinum, dann fällt es mir leichter darüber zu reden, aber das sind die Kerls, ja, die machen mit 18 den Führerschein, oh, der kann Auto fahren, ist auch ein ganzer Kerl, sind dann in Anführungszeichen selbstbewusst, weil sie vielleicht noch irgendwo schon ganz früh einen tollen Job haben und früh geheiratet haben. Oh, guckt her, ich bin ein ganzer Kerl. Und dann machen die sind gewohnt zu machen, das sie machen können, was sie wollen. Ich muss mich doch nicht an Verkehrsregeln halten. Ich fahre, wie ich will, weil mich kennt hier jeder. Das Problem ist, oder das Lächerliche an dem Ganzen ist, die bauen Unfälle dann, reißen andere noch mit rein und wenn sie selber irgendwie schwerer verletzt sind oder nachhaltig irgendwas ist, dann wird noch rumgejammert. Oh, ein Schicksalsschlag. Es war eine junge Familie. Ba, 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 ba. Was soll das? Leute, fahrt anständig Auto. Fahrt so, wie ihr es in der Fahrschule gelernt habt. Es geht nicht darum, zu zeigen, wer das teuerste Auto hat oder sonst irgendwas. Es geht um Sicherheit. Wenn ihr es morgens eilig habt, dann fahrt eben früher los. Aber es kann mir keiner erzählen, dass man es morgens um 6:30 oder um 6 Uhr morgens so eilig haben kann.
dass man mit 80 durch die Ortschaft brettert, mit 120 über die Landstraße und alles überholt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgekotzt. Ich rede hier aus meinem Auto. Als Bild seht ihr ein Standbild, weil ja, ich will nicht, dass man sieht, wo ich gerade bin. Das ist ein bisschen kontra. Es passt auch nicht zu dem Kanal. Ich will eigentlich über Technik und Wissenschaft hauptsächlich berichten. Aber naja, Autos haben auch ein bisschen was mit Technik zu tun. Bitte, das soll es jetzt auch gewesen sein. Was ihr im Hintergrund hört, das ist. Da fahren ständig überall Autos. Auto, Auto, Auto. Und die fahren schnell. Das friedliche Landleben auf dem Dorf. Schön. Wenn ihr wollt, dass ich mehr über dieses Thema berichte oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt diesbezüglich, schreibt es in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Nein, nicht von heute, aber für jetzt. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Tschüss.